Hallo Leute, es geht weiter mit To the Moon. Wir sind mit unseren beiden Doktoren hier ja wieder in einem Stück der Vergangenheit und waren hier, glaube ich, noch nicht ganz fertig. Das holen wir jetzt nach. Er ist mal hier und mal da. Können wir denn sie ansprechen? Nein, ich glaube, wir sollen wieder die Links suchen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich weiß gerade nicht, wie der letzte Stand war. Gucken wir mal hier bei den Büchern. Vielleicht finden wir ja wieder was. Oder der Computer. Rein können wir irgendwie auch nicht. Also wir haben, wenn ich das richtig sehe, 3 Stück und 2 fehlen uns noch. Und was ist mit David? Der ist mein Lieblingscharakter. Keine Ahnung. Worüber redet ihr? Animorphs, kennen Sie das? Nein. Ach, das war sie. Oh, ich muss mit den Stimmen erstmal wieder reinkommen. Ja. Wirklich? Mehr oder weniger. Oh, wissen Sie, in welches Tier sich David verwandelt? Wie, was jetzt? Vielleicht ein Hund? H-U-N-D? Keine Ahnung. Das klingt nicht richtig. Keine Sorge, ich finde es schon noch heraus. Okay, wir müssen also noch das Tier rausbekommen. Da ich jetzt gerade neu einsteige, weiß ich nicht, ob wir darauf einen Hinweis hatten. Wie wäre es mit einem Hasen? Weil wir doch immer diese ganzen Hasen hatten. Keine Ahnung. Komm, nehmen wir mal Hase. Das klingt nicht richtig. Okay, auch nicht richtig. Schade. Können wir das denn irgendwie mal rauskriegen? Ich lieb mich und du liebst dich. Wir lieben uns ganz fürchterlich. Hey, River, das hier ist gar nicht mal so schmalzig. River? Oh, wieder eine Erinnerung. Das ist gut. Müssen wir nur noch das andere rauskriegen. Was haben wir hier? Ah, jetzt ist er da oben. Aber wenn der hier noch nicht fertig ist, aber den können wir nicht mehr anklicken, gehen wir mal hier hin, dann will er bestimmt mit ihr reden. Tobias, Falke, Rachel, Grizzly, Jake, Tiger, Marco, Gorilla, David, Cobra, Cassie, Wolf, warum? Also, David, Cobra? Cobra. Ach, nur so. Du hättest es auch einfach googeln können. Ich nehme jetzt mal Cobra für den David. Ja, wissen wir nämlich jetzt. C-O-B-R-A. Ah, richtig, in eine Kobra. Ich wünschte wirklich, sie hätten noch die alten Cover statt dieser öden Umschläge. Die waren cool. Okay. Vielleicht sollte ich sie doch nochmal lesen. Ich kann mich kaum noch an etwas aus der Serie erinnern. Ja, mach das doch. Tobias, Falke, ja, das hatten wir schon. Was fehlt denn jetzt noch? Vielleicht hier oben bei denen? Die Tasche da? Die Musik ist schön. Ah, hier. Da war doch gerade was. Hier, guck dir das Buch an. Unser Memento. Dann hauen wir da mal alle rein. Jawohl. Und wir bereiten vor. Das kennen wir ja schon. So, auf ein neues. Jawohl. Notiz Animorphs erhalten. Aktivieren. So, dann reisen wir mal wieder, bitte. Sehr schön. Schön, dass das alles noch so klappt, wie immer. Langsam gewöhne ich mich dran. Ihr ja vielleicht auch. Oh, es gehen schon alle. Ich bin doch gerade erst da. Scheint dir bei Partys häufiger zu passieren. Ach komm, heb dir deine kindischen Scherze für Leute ohne Selbstbewusstsein auf. Ein altes Animorphs-Buch.
Und die Oliven wieder. Ich sehe Le Fromage, aber wo ist die Maus? Du redest ja immer viel Blödsinn, aber das ist bisher das Highlight des Abends. Willst du nicht eher sagen, dass ich nur Käse rede? Wow. Okay, das waren die Oliven. Was haben wir noch? Ist mal so melancholisch, die Musik irgendwie. Wobei es ja im Moment gerade gar nicht so schlimm ist hier. Passiert ja gerade gar nichts. Aber das ist wahrscheinlich so die einleitende Stimmung fürs ganze Spiel, für das, was noch kommen wird. Ja, gut. Ich weiß gar nicht, wo ich am besten lang gehe. Runter, hoch, runter. Wahrscheinlich eher hoch. Man bekommt ja auch für die Umgebung immer was, wie wir wissen mittlerweile. Aber wir haben auch erst einen bekommen. Ja, da oben sollen wir hin. Ja, da ist der zweite. Gut. Ab in den Leuchtturm. Vielleicht erfahren wir jetzt ja wieder was Neues. Fühlt es sich anders an? Ich meine, jetzt, wo wir die Ringe tragen. Ach, wir haben geheiratet? Nein. Warum? Fühlst du dich anders? Also eigentlich, ja, ich denke schon. Wie fühlt es sich an? Es ist einfach anders. Wahrscheinlich nur die Verantwortung. Verantwortung? Magst du den Namen Anja? Weiß immer nicht, ob man das Enya ausspricht oder Anja. Ich sage jetzt immer Anja, aber es wird ja mit Y, nicht mit J geschrieben. Aber ich mach's einfach mal weiter so. Möchtest du sie Anja nennen? Ja, von wem reden die eigentlich immer? Das wüsste ich auch gerne mal. Ich verstehe. Was verstehst du? Dass der Leuchtturm jetzt Anja heißt oder was jetzt? Ja, Anja ist ein schöner Name für sie. Für das Kind vielleicht oder so. Hey, komm mal her. Ja, macht mal hinne. Genau. Bin ein bisschen hibbelig. Ich will jetzt irgendwie ein bisschen wissen, was hier eigentlich los ist. Das ist keine gute Idee. Ich werde stolpern und fallen. Keine Sorge. Folge einfach meinen Schritten. Ah, knutschen die da im Leuchtturm. Ach, ja. So, nu? Gucken wir uns das die ganze Zeit an. Autsch, mein Hintern. Ich glaube, du bist mir auf den Fuß getreten. Sorry. Komm, versuchen wir es nochmal. Okay. Romantische Musik. Der Turm der Liebe. Der Leuchtturm der Hoffnung. Versprichst du sie zu lieben und zu ehren in guten wie in schlechten Tagen, bis dass der Tag. bis dass der Tod euch scheidet? Das tue ich. Und möchtest du diesen Mann, der nun vor dir steht, zu deinem Ehemann nehmen? Versprichst du ihn zu lieben und zu ehren in guten wie in schlechten Tagen, bis dass der Tag euch scheidet? Der Tag. Ja. Kraft meines Amtes erkläre ich euch hiermit zu Mann und Frau. Meine Damen und Herren, vor Ihnen stehen Mr. und Mrs. Wilds. Oha, die Hochzeit. Ja, was dachtest du denn, was das war? Ich hab's nicht so mit Hochzeiten, das ist alles. Flüssigkeiten sammeln sich in meinen Augen. Ich wusste gar nicht, dass du so sentimental bist.
Oh, sagte ich Augen, ich meinte eigentlich meinen Mund. Und da sammelt sich nicht nur Flüssiges, sondern auch Festes. Das ist doch ein reizender Gedanke. Vielen Dank, Neil. Komm, lass uns einen Weg hier rausfinden. All diese Glückseligkeit ist selbst für dich zu viel, hm? Nein, ich mag es einfach nicht, anderen dabei zuzuschauen, wie sie Fehler begehen. Frau Doktor, wo bleibt ihr, der Augenblick zählt? Tja, vielleicht hat Dr. Rosalyn ja auch schon ein komisches Gefühl oder so. Hier gibt's nichts mehr. Gut, dann gehen wir runter. Moment, ist ja noch alles okay, nur das mit der Krankheit ist so ein bisschen das nicht so Schöne irgendwie. Dass sie dann immer ihre komischen Papierhasen macht und so. Oh, ich sollte mal schauen, wie es deiner Tante geht. Alles klar, Mom. Sag ihr, dass ich mich freue, dass sie gekommen ist. Mach ich. Ich bin so stolz auf dich, Joey. Joey? Ach, so hieß mein Großvater. Er ist gestorben, bevor ich geboren wurde. Mom nennt mich manchmal so als Spitzname. Wie kommt es, dass du mir nie davon erzählt hast? Weil ich es besser finde, wenn du mich John nennst. Oh, nicht noch eine von diesen Großelternkindheiten. Wieso, was hast du denn dagegen? Ich meine, über deinen Großvater erzählst du doch immer eine ganze Menge. Was? Das stimmt doch gar nicht. Ganz wie du meinst. Notiz Joey erhalten. Hier sind wieder die Oliven. Die Oliven taufen auch ganz schön oft auf. Irgendwie ist komisch. Kuchen, Opa. Was haben wir denn hier noch? Tja. Das war's anscheinend hier. Gucken wir uns mal weiter um. Immer dieselben Pfade, die wir auch irgendwie lang gehen. So. Vielleicht finden wir ja den Opa oder wen auch immer. Und wir gehen wieder nach unten und dann geht's wieder nach oben. So. Ach, da steht er ja schon. Hier an der Straße ganz viele Autos, die zu Besuch da waren, bestimmt. Da kann man nichts mehr machen, River. Ich bin sicher, es war keine Absicht. Komm schon, wir kommen zu spät. Warte mal, ist das ein Hase? Was meinst du, ist das der Ursprung der ganzen Papierhasen? Warum sollte sie sich an der Sache mit dem überfahrenen Tier dermaßen festbeißen? Vor allem erst so viele Jahre danach. Was fragst du mich? Du bist hier die einzige Frau. Davon werde ich erst überzeugt sein, wenn du dich traust, einen Bungee-Sprung ohne Seil zu machen. Ja, das ist ja interessant. Vielleicht hat dieser tote Hase wirklich was damit zu tun. River, komm schon, wir sind spät dran. Das ist unser Memento. Notiz, ein toter Hase erhalten. Aber wir haben noch nicht alle Links, oder? Hatten wir schon alle? Doch, wir hatten sogar schon alle. Okay. Jetzt wird's wieder langsam interessant. Ich will echt wissen, was es mit diesen Hasen auf sich hat. Vielleicht hat es ja wirklich was damit zu tun. Wer weiß. Der war ja einfach hier. So. Wir aktivieren den. Du weißt, dass es eine fantastische Hochzeit war, wenn das Memento ein überfahrenes Tier ist. Hey. Vielleicht sah ich das als eine Metapher für die schreckliche Ehe. Und dann, Jahre später, fing sie an, Hasen zu verhalten, weil sie sich daran erinnerte, wie sehr das hier zum Himmel stank. Oder was weiß ich, irgendwas ähnlich wichtigtuerisches. Coole Story, Neil. Und wieder an der Straße. Armes Ding. Was ist das eigentlich heute mit den ganzen überfahrenen Tieren? Schau mich nicht so an. Es riecht nach Bauernhof hier. Und nach überfahrenen Tieren. Lass uns den Geruchssimulator deaktivieren oder schleunigst von hier verschwinden. Okay. Ich finde den Geruch von Bauernhöfen gar nicht schlimm. Also ich habe da immer gar nicht so ein Problem mit wie andere Leute. Aber gut. Ich kenne den Geruch auch aus meiner Kindheit, von daher. Aber nicht von überfahrenen Tieren. Oh,
Vielleicht sollten wir nicht in den Bus rennen, aber es ist ja egal, wir sind ja gar nicht hier, stimmt ja. Ein Pferd? Wow! Lass es sein. Was genau soll ich sein lassen? Das weißt du. Ich soll es sein lassen, nicht auf diesem Pferd zu reiten? Wie alt bist du? 5? Okay, ich werde auf keinen Fall nicht auf diesem Pferd reiten. Hüa! Hör auf, Zeit zu verschwenden, Neil. Oh, Mist! Das ist nicht gut. Ah, nun tu doch was! Steh nicht blöd in der Gegend rum, hol mich hier runter! Verdammt, das stand nicht in meiner Stellenbeschreibung. Notiz Dr. Neil Watts erhalten. Gut, dann gehen wir mal zu ihm hin. War ja klar. Wo ist er denn? Hey, wo bist du? Ah, da ist er. Oh, jetzt sitzt aber eine andere drauf. John und River, als sie noch jünger waren? Tja, wo finde ich ihn denn? Ein Zaun? Hä, wie kann das denn sein? Er wird doch nicht auf der linken Seite sein. Wenn er nach rechts geritten ist. Nanu? Wie weit geht denn das hier nach links? Wo bin ich denn hier? Sehr komisch, hier ist voll der See, ist voll weite Landschaft. Ach, guck mal. Da reitet noch jemand. Ist das unserer? Nö, sieht eher so geisterartig aus. Irgendwelche Leute, die da reiten. Wo ist denn unser Doktor? Nee, ich gehe mal lieber wieder nach rechts. Der muss ja da irgendwo sein. Wie merkwürdig. So. Schön hier. Auch wenn das alles natürlich so RPG-Maker-Grafik ist, aber ist schön. Aber man kann sich auch echt gut verlaufen. So, jetzt bin ich wieder bei den Pferden hier. Kann man da irgendwie reingehen oder so? Sagt sie da echt nichts zu? Kann man hier runtergehen? Bin ich ja auch gerade eben hergekommen, aber hier war ja nichts mehr. Wo ist er denn? Dr. Watts? Wo sind Sie? Ich finde das auch komisch, dass die hier so stehen. Nee, das will ich nicht. Ah. Hier. Ob das wirklich eine gute Idee ist? Sie kommt schon klar, sie macht das nicht zum ersten Mal. Aber sie ist bisher noch nie alleine geritten. Ich kann das, ich bin kein Kind. Oh, oh, oh. River. Tja, hat sie wohl doch nicht so geschafft. Ah, da kommt sie wieder. Doch, sie schafft's. Worauf wartest du? Komm schon. Hey, warte auf mich. Das ist ja voll das glückliche Liebespaar irgendwie, die sich schon lange kennen. Ich frage mich, ob Neil schon von dem Pferd heruntergekommen ist. Eva! Okay. Müssen wir auch ran. Das hier liegt 20% über meiner Belastungsgrenze. Was für ein Volltrottel. Ja, wusste ich's doch. Das Pferd ist bestimmt für sie. Ach, zum Maiskolben damit. Ach, wie cool. Jetzt können wir auch reiten. Juhu. Leertaste zum Galoppieren drücken. So. Ich spiele die ganze Zeit eher mit Maus. Das ist ja toll. Wir können jetzt reiten. Yay.
glaube, wir sollen ihm mal folgen. Huch. Nein, geh hinterm Baum weg. So. Wo ist er denn lang? Jetzt habe ich ihn verloren. Da ist er. Ist schwierig, wegen den Bäumen hier. Aber wir folgen ihm mal. Ach, ich danke dir. Autsch. Müsste der doch irgendwo hier wieder sein. Wo bist du? Kann hier auch da lang reiten, aber springen kann ich nicht mehr. Das ist toll, ich kann reiten. So. Voll mädchenmäßig hier gerade. So mit Reiten und bla. Wobei Reiten ist ja keine nicht nur Mädchensache, ne? So meinte ich das jetzt auch nicht. Aber so ein bisschen so friedlich hier gerade. Wo ist er denn? Ich check's schon wieder nicht. Ist er hier irgendwo ein Baum? Wo bist du, Neil? Da ist der Hase. Der ist doch hier irgendwo hingeflogen. Ach, da ist er, da steht er. Hier unten. Na komm, sprech ihn an. Memento gefunden. Ja. Schön. Aber kannst du mal mit ihm reden? Muss ich von der anderen Seite vielleicht eher so? Ach so, ich kann die von hier aus alle reintun. Alles klar. Uns fehlen aber noch 3 Stück. Hier, dieses Memento wird uns weiterhelfen. Aber ich setze mich nicht normal auf dieses Pferd. Geh du und besorge uns die restlichen Memory Links. Alles klar, gut. 3 Stück sind es dann noch. Dann mache ich mich mal auf die Suche. Da, ich habe sie erwischt. Und folg ihr mal, weil da, wo sie ist, ist vielleicht auch John. Nee, ich will sie nicht verlieren. Wo ist er denn? Sie rennt immer im Kreis oder so, kann das sein? Ja, irgendwie schon, ne? Wo ist er denn? Ich suche mal ihn. Das bringt ja nichts. Sie rennt hier eh nur im Kreis. Ja, wenigstens habe ich jetzt... Weiß ich auch nicht. Vielleicht müssen wir auch nochmal auf die Straße. Hier ist so ein LKW. Wo ist denn John? Ich glaube, John brauchen wir mal. Ah, jetzt bin ich hier auf die Taste aus Versehen gekommen. Vielleicht auf die Straße einfach mal. Zu dem Hasen vielleicht nochmal. Nee. Tja. Nee, also wenn ich da geentert habe mit dem unsichtbaren Reiter, da hat sich nicht viel getan. Wo ist er denn? Was ist mit ihm hier? Vielleicht die Maus mal nehmen? Nee. Ich mache mal automatisch Rechtsklick irgendwie. Mir fehlt halt noch einer. Es ist bestimmt John. Aber er ist ja auch irritierend hier einfach. Tja. Welcher Memento-Link fehlt mir denn hier jetzt? Check ich gerade nicht. Ah,
Hier, den hier vielleicht auch nochmal ausprobieren. Auch nix. Leute, wo ist der Link? Tja, ich weiß gerade nicht, wo ich den finde. Irgendwie komisch. Überall diese Reiter und keiner kann mir helfen. Was ist mit dem Baumstumpf? Wo ist John? Ist hier bei dem Haus vielleicht noch irgendwas? Ach wie, habe ich jetzt doch schon alle? Ach, ich hatte jetzt doch schon alle? Hä, kapiere ich nicht. Egal. Was soll's, ich freue mich, wenn ich sie hab. Tada! Lass uns nie wieder darüber sprechen, was hier gerade passiert ist. Ja, wir aktivieren. Und noch weiter zurück. Wir gehen immer weiter zurück. Die Diagnose steht fest. Ja, wir sind uns einig, was die Ergebnisse angeht. Ach, das ist eine Frau, eine Doktorin. Okay. Leider, und dieses Schicksal teilen sie mit vielen Menschen, die von einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung betroffen sind, kommt die Diagnose spät. Hätten sie davon schon gewusst, als sie noch klein waren, hätte es ihnen vieles ersparen können. Haben Sie irgendwelche Bücher darüber? Dieses hier ist von Tony Atwood. Es ist eine Koryphäe auf diesem Gebiet. Sie können es erstmal ausleihen, kostenlos. Brennen Sie uns nur nicht damit durch. Danke, Doc. Nun, sind Sie beide ein Paar? Unverheiratet und ohne sonstige rechtliche Bindung. Ja, ich verstehe. Nun, ich könnte Sie an einen spezialisierten Therapeuten überweisen, wenn Sie das möchten. Gibt es irgendwelche Schwierigkeiten in Ihrer Beziehung? Nein. Und wie sehen Sie das? Nein, alles in Ordnung. Wie auch immer, Sie sollten das Buch ebenfalls lesen. Es wird Ihnen helfen, den Zustand Ihrer Partnerin zu verstehen. Ich lieber nicht. Wieso nicht? Nun gut, es ist Ihre Entscheidung. Für die vorläufige Behandlung gibt es die sogenannte Hippotherapie. Die könnte ihr helfen. Eine Ranch nördlich von hier bietet sie an. Ich könnte das in die Wege leiten. Ich hab's dir doch gesagt. Okay, da wurde gerade das festgestellt irgendwie. Jetzt können wir hier rübergehen, oder? Was soll das? Warum kann man hier so raufhüpfen? Ach so, wegen der Uhr. Memento gefunden, alles klar. Gut, wir haben ja aber noch nicht mal ansatzweise alle. Was ist mit ihr? Was ist mit ihm? Entschuldigen Sie, könnten Sie bitte die Uhr leise stellen? Sie kann das Ticken nicht gut ertragen. Ist nicht so schlimm, ich halt's schon aus. Kein Problem, das mache ich gerne. Falls es noch etwas gibt, was Sie beunruhigt, sagen Sie mir einfach Bescheid. Ach, deswegen war das Moment. Alles klar. Können wir dann nochmal? Vielen Dank. Das erklärt dann wohl die Uhren im Haus. Notiz Uhrenticken erhalten. Ah, okay. Tut sich denn jetzt noch was, wenn wir da hingehen? Außer, dass wir die reintun können? Nee, gut. Wir haben hier dieses Vieh da unten. Ein Plüschschnabeltier. Ich kann es nicht fassen, dass diese Scheußlichkeit schon so früh in der Erinnerung auftaucht. Da hat jemand sein Plüschtier wohl sehr sorgsam behandelt und hatte, was Tiere angeht, einen ziemlich miserablen Geschmack. Das war das Schnabeltier. Ja, das hatten wir schon. Gut. Gehen wir mal hier nach oben. Eine einfache gelbbraune Handtasche.
Das war noch ein Memento. Notiz Tony Edward erhalten. Ja, haben wir alles dann? Oder probieren wir das mal aus jetzt mit den Links wieder? Einer fehlt uns noch. Das da? Nee. Was fehlt uns denn? Muss da oben irgendwas noch gewesen sein, was ich übersehen habe? Die Notiz haben wir oder haben wir sie nicht? Das hat mich jetzt gerade... Wir haben sie ja erhalten, also... Tja, ich weiß gerade nicht, was uns fehlt. Die beiden lassen sich auch nicht mehr ansprechen. Aber uns fehlt eigentlich noch ein Memento, Link. Können wir denn rausgehen? Nein. Was habe ich denn übersehen? Lampe irgendwas? Da was? Da was? Nö. Muss hier oben sein. Eine Auszeichnung oder hier. Hä? Ich bin voll irritiert hier, was jetzt fehlt. Komisch. Irgendwas hier drauf? Dann gehen die beiden nur immer hoch und runter. Komm schon, das schaffen wir ja wohl noch. Den letzten Link, bevor der Part hier endet. Aber das hat ja auch nichts zu bedeuten irgendwie. Ach, hier. Nicht mehr lange. Sie werden dich gleich aufrufen. Ah, okay. Gut. Jetzt haben wir alle. Vorbereiten, schnell, komm. Ach ja, Nee, ist irgendwie Quatsch, was ich hier mache. Obwohl, geht so auch. Gut. Wir aktivieren unsere Uhr und reisen wieder durch die Zeit. Mal gucken, wo wir jetzt sind. Psst, schau. Ich weiß, ich kann auch nicht glauben, dass er für diesen Film bezahlt hat. Nein, du Idiot. Schau, wir sind gesprungen. Wir sind jetzt irgendwie im Kino oder so. Und, er ist jetzt jünger oder... Ja, nee, er ist... Heilige weichgekochte Macaroni. Der Bengel ist alleine im Kino. Was für ein Versager. Du gehst ständig allein ins Kino. Das ist etwas anderes. Niemand ist kompetent genug, meinen Geschmack zu verstehen. Aber das mal außen vor. Wie kann sich jemand diesen Müll hier antun? Glaubst, sie denkt gerade eher so daran, dass er alleine ist und da halt die River fehlt gerade. Und das denkt sich John hier anscheinend auch, so nach seinen Blicken zu urteilen. Und daraus folgt, dass der Film auf der Handlungsebene wie auch der Metaebene ein völliger Reinfall ist. QED. Komm schon, gehen wir. Was? Ach ja, richtig. Okay, wir sind im Kino und ich würde sagen, hier mache ich einen Cut und wir sehen uns im nächsten Part von To the Moon wieder. Nach der Musik ist es ja wohl gerade sehr spannend wieder. Es gibt einen Grund, wieso er gerade wieder allein ist, der John. Das heißt wieder, überhaupt das erste Mal ohne River. Irgendwas ist da also, ja, was wir noch nicht wissen. Und ich bin weiter auf der Spur. Ich hoffe, es macht euch noch Spaß und ihr schaltet wieder ein. Bis dann.